Eigentlich wollte ich das mit meinem Game Boy Advance spielen. Aber der Akku ist leider alle. Das heißt, wir müssen doch den guten alten GameCube-Controller wieder abstauben. Genau, ich habe gestern schon eine Weile gespielt. Bin in den Kerkern von Hogwarts. Also das heißt, ich bin schon über den großen See im Boot drüber geschifft. Ja, im Prinzip, das Spiel ist eine Art Rollenspiel, so eine Art Final Fantasy, wenn man will. Also wenn man jetzt hier diesen Kampfbildschirm zum Beispiel ansieht, man hat da links auf der linken Seite die Feinde, die einen angreifen, und wir können Zaubersprüche loslassen und dann damit die Feinde in die Flucht schlagen. Ja, die Zaubersprüche kosten auch alle Magiepunkte, das ist die zweite Zahl am linken, auf der rechten Seite, also in der Mitte. Genau, und für bestandene Kämpfe erhält man Erfahrungspunkte und Geld. Und mit den Erfahrungspunkten steigt man im Prinzip auf im Level. Das ist eigentlich ziemlich cool. Der Nachfolger macht das genauso. Genau. Im Prinzip das einzige Spiel aus der Harry Potter Serie, was es noch so macht. Also vor allem auf dem Game Boy Advance, ist offenbar der Gefangene von Azkaban. Wir haben es damals sogar versucht, so in etwa in 3D zu machen, also dieses Mode 7 vom Game Boy Advance zu nutzen. Was eigentlich eine ziemlich coole Idee ist. Vielleicht spiele ich das irgendwann mal noch im Stream. Genau, ich habe gestern, glaube ich, zwei oder dreimal versucht, durch diesen Kerker zu kommen. Bin immer wieder irgendwo zwischendrin von Feinden erledigt worden. Das ist dann eher nicht so gut. Aber immerhin kann ich so noch ein paar Erfahrungspunkte farmen. Der Nachfolger hat auch entsprechend hier im Zauberspruchmenü Bilder entsprechend für die Zaubersprüche abgebildet. Jetzt hier ist alles noch mit Text. Und das sieht gut aus, dass ich gleich wieder drauf gehe. Ganz großartig. Okay, merke, diese Fledermäuse sind immun gegen Flipendo. Gut aus, dass jetzt hier in dem Kampf vor die Hunde gehe. Das ist natürlich blöd. Ja, dann schauen wir uns halt den Kerker nochmal an. Ich hoffe, das wolltet ihr sehen. Stream nur Kerker. Das ist das, was ihr jetzt bekommt. Ein Stream, wo einer durch diesen Kerker durchläuft.
muss ja sagen, die Musik gefällt mir irgendwie. Der Nachfolger hatte noch viel bessere Musik, aber und das schon ziemlich fetzig. Geht doch. Wie viele Erfahrungspunkte brauche ich denn noch? Oh Gott. 70. Ja. Dann laufe ich jedes Mal in diese Sackgasse hier unten. Ja, und hier oben rum. Ja, mal versuchen, an den Kämpfen vorbeizugehen, dann schaffe ich es vielleicht auch durch die Kerker zu kommen. Ich könnte mir einen Heiltrank reinjubeln. Verdammt. Ich dachte, ich könnte unten rum, aber offenbar nicht. Ja, und das ist wieder der Kampf, in dem es mit mir zu Ende geht, sozusagen. Wenn jetzt beide 11 Punkte Schaden machen. Ist eigentlich auch egal. Genau, oder triff einfach mal gar nicht. Oh, okay. Nicht weiter, okay. In die Richtung. Das sieht auch nicht gut aus. Natürlich auch fliehen, das geht auch. Aber dann würde ich ja die ganzen Erfahrungspunkte einfach liegen lassen. Das wäre ja blöd. Das würde mich dann irgendwann im späteren Verlauf des Spiels ziemlich in den Arsch beißen. Thank you.
ging es auch nicht weiter, das hatten wir ja schon geklärt. Da kommt der, übergroßen Ratten. Oh, fuck. Ah, hoffentlich treffe ich. Gut. So, dann werfen wir uns mal so ein... Genau. Mega-Power-Trank rein. Das war es jetzt auch mit meinen Magiepunkten, das ist auch nicht gut. Ah. Gut, vielleicht sollte ich mal den Zauber benutzen. Und diese Viecher. Verdammt. So, schaffe ich 3 Ratten nur mit Flipendo? Das ist der einzige Zauberspruch, der keine Magiepunkte kostet. Ist aber auch mit Abstand das Schwächste. Die schaffe ich mit Sicherheit noch, aber im nächsten Kampf wird es dann nicht mehr geben. Oh je. Ah, gut, danke. Jetzt triff. Gut. Damit bin ich ein Level aufgestiegen, das heißt, meine Durchhaltepunkte sind erhöht. Das wird episch, oder? Überall im Schloss sind im Prinzip solche geheimen Verstecke von irgendwas. Also, jetzt hier beispielsweise diese Kartenkombinationen, aber da gibt es auch überall mal einen Trank oder solche Sammelkarten. Die dritte Ebene, da war ich auch schon. Hier war eigentlich ein großer Boss. Ah. Ja, gut. Finde ich witzig. Ja, kurz nach dem Boss hat mich dann irgendein Gegner niedergestreckt. Was ich nicht ganz so witzig fand. Nein, gegen einen Troll kämpfen. Vielen Dank für die Zusammenfassung. 10. Nix. Okay. Auch nix. Muss ich hier lang? Nee. Aus der Schule raus. Auch nicht. Na, schade. Dann werde ich wohl vielleicht nach oben. Also, das muss wirklich zu der Einführungsfeier.
verdammt. Hufflepuff. War jemals irgendein größerer Zauberer in Hufflepuff? Oder Ravenclaw, das sind alles nur Statisten, ne? Warum genau fliegen hier Schneeflocken durch den Bildschirm? Sind das diese komischen Sammelkarten? Okay. Kommen wir jetzt nach draußen? Stimmt auch nicht. Nee. Das ist ja doof. Ich will auch das Schloss erkunden. Ah! Also macht wirklich Sinn, im Prinzip alle Räume zu durchsuchen, weil es gibt halt überall Zeug zu finden. Tintenfischpulver. Episch. Interessant, wo die alles diese Karten verstecken. Vor allem mehr alles diese Karten sammeln. Natürlich. Wir hören das Besenkammer-Thema. Das ist ja weltbekannt, dass Besenkammern grundsätzlich ein Thema brauchen. Mit einem Theme-Song. Ich bin
sind viel zu wenige Spiele, haben sowas. Was jetzt mit dem Boden passiert? Einer hingekotzt, ja. Also ganz schön viele wahrscheinlich. Ja, total farbig. Natürlich Sinn, das Besenkammer-Thema auch im Klassenraum zu spielen. Wie wir alle wissen, Klassenräume sind Besenkammern. Ich finde es echt interessant, dass tatsächlich andere Musik und einen Nachfolger gemacht haben. Ja gut, also das meiste davon ging jetzt nicht so weltberauschend und überragend, aber jetzt in dem ersten Teil. Yay! Wer auch immer sein Geld einem Stück, weiß nicht, Beton liegen lässt. Na gut, wenn wir nichts gesagt haben. Finde ich interessant, dass man die ganzen magischen Kreaturen wie Ratten und Spinnen bekämpft. Ich denke, das macht durchaus Sinn. Nichts ist schlimmer als eine Ratte oder eine Spinne. Dann sind die Spinnen ganz schön stark. Drecksviecher. Ich verdufte dann doch mal lieber. Schließlich nur das Loot holen und dann denke ich verschwinden. Sehr interessant, wie die Hauspunkte im Prinzip nur im ersten Teil wirklich relevant waren. In den anderen ist es dann völlig irrelevant geworden. Wahrscheinlich, weil die Autorin gemerkt hat, dass die Hauspunkte einfach irgendwie sinnlos sind. Vor allem dann im Vergleich zu den späteren Teilen, die halt ziemlich düster geworden sind. Überall sein. Wo befindet sich Gryffindor? Es kann überall sein. Was? Das ist ein Quatsch. Dann gehe ich mir rechts hoch. Ja, also es gab auch einen Nachfolger dann.
unheimlich viele, also zwei Stück in der Schule. Geheimgänge, die dich in andere Stockwerke gebracht haben. Da ich ja eigentlich erstmal die Etagen durchsuchen will, bringt das natürlich nicht viel. Wenn ich jetzt die ganzen Geheimgänge nutze. Ei! Verdammt. Ich hab mir jetzt so eine blöde Spinne. Na warte. Dich grill ich. Vielleicht. Okay, das probieren wir nochmal. Das lief anders als geplant. Boah, dann mache ich halt jetzt hier im nächsten Stock auf, das ist sich auch kein Problem. Spart mir eigentlich nur Weg. Deswegen interessant, ne? Also, wie krass stark die Gegner jetzt geworden sind. Also für einmal, das ist heftig. Alles für eine Sammelkarte. Ah ja. Schauen wir uns mal weiter um. Der Pedon war ich schon, ja. Cheap mit Sonnenbrille. Du? Ah, gibst mir Geld. Gut. Okay. Es gibt hier offenbar mehr Geheimgänge als im zweiten Teil. Ich
bestimmt dann später Rezepte dafür. Für bestimmte Sachen. Diese Truhe ist verschlossen. Und die? Oh. Und. Die rote Ratte. Komm her, du rote Ratte. Dauern, bis ich diese Spinnen erledigen kann. Sozusagen. Ist irgendwas? Nö. Oh. Böses Fliegevieh. Schande. Oh je. Vielleicht gegen Flipendo. 13. Verdammt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, oder mal gar nicht treffen, das ist auch okay. Und tschüss. Ja, dann machen wir uns jetzt auf den Weg, dann weiterzugehen. Ich denke, an der Zauberei-Schule ist es ganz wichtig, Kunst zu haben. Wir sagten, dass Magier nicht zeichnen können dürfen. Wo geht's denn hier hin? Aha. Das ist ja cool. Tauschen. Ah. Aha. Das ist ja total fetzig. War das irgendein Unterschied? Nö. Schau mal, du bist. Hält mir so fest. Ziemlich beschissene Form von Memory. Gut. Weasley Emporium. Thank you.
Ah ja. Das gab es dann auch im Nachfolger wieder. Sozusagen Geschäfte, wo man sich verschiedene Sachen kaufen konnte. Was ist denn hier hin? Keller, das ist die falsche Richtung. Wie verschlossen. War ja klar. Na gut, dann laufen wir nochmal nach oben. Das habe ich noch nicht durchsucht hier, die Etage. Aber ist eigentlich auch egal. Na, hier ging es in den Keller, glaube ich. Einfach mal weiter nach oben. War das hier? Große Trophäenwand, ja. Fette Dame, rosa Gewand. Blöde ist, jetzt habe ich Angst, wieder geheime Gänge zu finden und im Keller zu landen. Ich bin in Ruhe. Ach, verdammt. Kellermaus und so ein komischer Wurm. Oh je. Yeah. Ja, vielleicht schaffe ich es. Das ist ein großes vielleicht. Okay, nicht wenn ich Zaubersprüche benutze, wogegen meine Gegner immun sind. Das hat, denke ich, relativ wenig Sinn. Stopp, 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 stopp. Ja, gut. 60 Erfahrungspunkte. Wie viel brauche ich noch? Oh, 51. So, nochmal so ein Kampf. Ist nicht mehr weit. Komm ich raus? Ja. Wenigstens komme ich wieder zurück. Ja, gehen wir jetzt mal zum Gemeinschaftsraum. Ja,
ist schon mal nicht hier. Wird wahrscheinlich die linken Seite sein, so wie im Nachfolger. Oder auch nicht. Oder vielleicht doch. Ah. Wir da. Vielleicht mal mit Banner drauf ansprechen. Das ist ja schön. Ah ja. Warum auch immer. Wir warten jetzt der fast kopflose Nick. Ja. Ich wüsste, wie alt das ist. Ja. Eingangshalle. Das ist nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. Ach, und jetzt durch die ganze Schule. Um in meinen Gemeinschaftsraum reinzukommen. Lass mich in den Keller runterrutschen. Lauf gegen Wände. Natürlich. Zurück wollen wir nicht. Okay, nach draußen komme ich immer noch nicht. Ich lege diese Krawatte hier. Ah ja, eine Besenkammer. Mit dem Besen kann man fliegen. Das war ungewollt. Ich denke, diese Fledermaus kriege ich schon noch klein. Genau, renn weg. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder 2 Erfahrungspunkte. Oh, 12. Schön.
dabei sind. Eigentlich. Lohnt sich das? Eigentlich ja nicht. Hi? Warum genau? Okay. Ja, warum auch immer die Musik einfach mal aufhört. Ich denke, das ist gewollt. Nicht. Nur so. Ey, noch mehr doofe Ratten. Ui, 16. Ja, ganz großartig. Ja, und schießt daneben. Oh, was bist du für ein Kunde? Gibt man schon 16 Magiepunkte aus, dann trifft der Idiot nicht. Yay, mein Level. Ist großartig. So. Trotzdem, eine Krawatte habe ich nicht gefunden. Gut. Mach ich doch mal die alte Mechanik. Hier hatte ich schon geredet. Die alte hier. Ja, oder? Jetzt sie weg. Das Gefühl, die Schule ist größer als im zweiten Teil. Ja, generell die Etagen. Auch keine Mechaniker. Was? Darauf muss man ja erstmal kommen.
Scheiße. Hier oben. Hier hoch, wenn es hier weg. Ah! Cool. Okay. Es gibt echt bedeutend mehr solche geheimen Passagen. Also im Nachfolger, das ist total krass. Geh weg. Blöd, Mann. So, einer dieser komischen Wasserspeier, hast du gemeint. Ja, schön. Und dann renne ich jetzt nochmal nach oben. Warum auch nicht? Mit mir kann man es ja machen. Ja, richtig. Gebe ich dem fast kopflosen Nick die Krawatte und dann gibt er mir hoffentlich das Passwort. Eigentlich ein ziemlich schlechtes Passwort. Passwort sollte auch mal aus Sonderzeichen und Zahlen bestehen. Also und natürlich Buchstaben. Das bitte für eine Treppe, das sieht ja total hässlich aus. Das ist alles irgendwie größer, das ist echt interessant. Zaubertränke sind geiler, nicht wahr?
Dann nehmen wir mal den Geheimgang. Ich hoffe, dass es den noch gibt. Und dass der noch offen ist. Das war ein falscher Geheimgang. Oh, das ist so verwirrend. Das führt dann nach oben. Ja. Nee, hoch muss ich gerade nicht. Das sieht gut aus. Ja, so. Stoß. Keiner. Oh mein Gott. Ihr wollt nicht ernsthaft jedes Mal diese Animation zeigen. Oder nicht mal Animation, das ist ja ein Bild. Hilfeaugen, Putze und Schlangenzähne. Augenschlangenhaut. Ganz anders als im Nachfolger. So das Gefühl. Hab ich jetzt überhaupt gerade Schaden gemacht schon? Im Kampf? Nö. Jetzt. Nichts. Na gut. Jetzt soll ich nochmal mit Hack and Rain reden. Oder mit Hack and Rain. Aber ob mir das hilft, weiß ich nicht. Thank you.
in das böse Vieh. Wahrscheinlich werde ich die Zutaten nicht bekommen, wenn ich im Prinzip meine Zeit nur kämpfe. Dann werden irgendwo ganz bestimmt das liegen. Zur Garantie. Was ist denn hier? Großer Platz. Das Quidditch-Stadion gebaut, ja? Ja, das war ein Fehler, glaube ich. Jawoll! Danke. Cool. Jawoll. Schön. Das ist natürlich nett. Oh. Gut, du hättest dich das eh erledigt. So in die Richtung. Hallo? Die Musik war gerade echt merkwürdig. Ich glaube, da war der. Ja. Okay, hätten wir das auch geklärt. Nicht wirklich empfindlich darauf reagiert. Okay, das. Steuerung nervt mich auch gerade ein bisschen. Überhaupt irgendwo raus empfindlich? Geht so. Irgendwo
in Hogwarts liegt meine erste Zutat. Oder auch immer. Sammelkarte gefunden. Bringt mich gar nicht weiter in meiner Quest, aber Hauptsache eine Sammelkarte. In den Baum. Wo auch sonst. Es sind Hogwarts, zum Glück keine Schüler gibt, die auf die Gelümpe aufpassen. Ganze Weile farmen, bis ich hier irgendwas Sinnvolles zustande bringe. Gut, gehen wir erstmal ins Snapes Büro und gucken, ob der da irgendwo so eine Zutat hat. Liste bekommen. Ja, nicht. Ah, ich kann Hedwig nicht benutzen. Schade. Mal, ob da irgendwas Sinnvolles rumliegt. Schnecke. Thank you.
Ja, dann mache ich jetzt also Schlangen kalt. Wie das aussieht. Zum Glück sind diese Schnecken nochmal schwach genug, dass ich ein bisschen ausprobieren kann. Die mich nicht direkt über den Jordan schicken. Mit Flipendo. Ja, ganz großartig. Das kann ja was werden. Gut, das war's. Den Kampf kann ich nicht gewinnen. Irgendwie sind die Gegner total unbalanciert. Echt ziemlich schade ist. Thank you.
Na warte, diesmal hab ich. Ich glaube, die Schrecken sind jetzt nicht so unglaublich stark. Das müsste ich eigentlich noch gebacken kriegen. Zauber lernt man nur dadurch, wenn man es auch benutzt. Wir benutzen jetzt mal den Red Medius. Auf Doppeltrank. Natürlich ist es dann umständlich, dass man nur bis ganz nach unten scrollen muss. Das ist dann nach Folge besser gemacht. Wenn sie dann erst solche Bildchen und dann nochmal auf die Bildchen geklickt hat, konnte man die Stärke des Zauberspruchs quasi auswählen. Jetzt kommt das beste Theme überhaupt im gesamten Spiel. Überhaupt nicht scheiße klingt oder so. Ja, ich will euch mal nicht so lange quälen. Gibt's hier drüben noch? Thank you.
habe ich wieder keine Magiepunkte. Quasi keine mehr. Die Schlange kriege ich trotzdem noch. Trotzdem noch klein. Okay. Wenn wir treffen können, natürlich. Ja, nee, das mit dem Treffen. Das wäre sehr toll. Ja, zum Beispiel. So geht das. Gut. Jetzt Pendo in der besseren Stufe. Sehr gut, dass ich mir das verwenden kann. Komplett vergessen haben welche. Das ist, glaube ich, eine längere Suche. Schnecken. Gnome irgendwas? Eine gute Frage. In der Winkelgasse müsste ich ja auch bestimmte Sachen mir kaufen, und da hatte ich aber einen Einkaufszettel, worauf stand, was ich mir noch kaufen muss, und da halt auch abgehackt wurde, was ich mir schon gekauft habe. Sowas wäre jetzt eigentlich ganz gut, aber Computer sagt nein. Gift war das, was ich jetzt noch gebraucht habe. Du Assi! Schissenes. Mega Power dran rein. Soll das mein letzter Move sein? Aber ist es nicht. Nochmal Schlangenzähne. Habe ich schon. War denn das, was ich jetzt noch brauche? Wieder natürlich auch mal irgendwo. Genau richtig. Was brauche ich jetzt noch? Ja, hier geht's zum Quidditch-Stadion. Eine Tür? Nee, keine Tür. Ein Baum? Nichts. Ah ja, noch eine Sammelkarte. Natürlich. Wieder einen Baum. Und auch sonst. Ich
Mikrofon um. Giftet. Schauen. Ich versuche mal
Punk reinzupfeifen. Wenn ich beim nächsten Kampf nicht direkt draufgehe. Unten laufen ist nicht gut. Macht auch wenig Spaß. Hackles bitte. Push oben links. Den? Links? Ah ja. Den? Ja. Genial. So. Jetzt habe ich jetzt die Zutaten. Zurück zum Zaubertrankunterricht. Ja, ich muss echt sagen, das Spiel ist eigentlich ziemlich cool. Nicht ganz so geschliffen wie der Nachfolger. Aber als Rollenspiel auf dem Game Boy Color eigentlich ziemlich cool. Schon ziemlich Spaß. Genau, und jetzt diese komischen Hauspunkte. Ich denke, dass das alles einfach in irgendeiner Reihenfolge machen kann. Oh, das ist gar nicht gut, oder? Ah, ist bloß eine Schlange. Thank you.
Kräuterkunde ist jetzt aber auch das Letzte, was ich dann im Stream jetzt erstmal mache. Danach erstmal eine Pause. Mit der quatschen. Setzen bitte. Könnt ihr alle Kräuter bestimmen. Ein Zutatenlexikon. Nun kannst du Zutaten für Zaubertränke und Rezepte sammeln. Du kannst dir nun deine Zutaten ein Rezept ansehen. Wenn ihr Kräuter oder andere Zutaten findet, die ihr nicht auf Anhieb zuordnen könnt, müsst ihr diese einfach nur in euer Lexikon legen. Man bestimmt und entsprechend zugeordnet. Das sieht man so das Schulgelände nach Kräutern ab. Geht auf keinen Fall im verbotenen Wald, kommt es dann zurück, wenn ihr mindestens 6 Kräuter gefunden habt. Du kannst mir folgen, wenn du Lust hast. Ich kenne bereits die meisten Kräuter. Wie der Text auf dem Bildschirm kommt. Welche Rezepte? Was für Rezepte habe ich gelernt? Okay, es gibt 7 Rezepte. Ziemlich cool eigentlich. Okay, wo finde ich denn diese Zutaten? Drücken Tür über die Ländereien, ja. Irgendwie auch merkwürdig. Na komm. Böse Schlange. Ich mache euch auch noch fertig. Blödsinn, dass sie nicht wenigstens irgendein Objekt dahin hinzeichnen können. Dass da irgendwas ist. Vielleicht will ich mal wieder mit Hagrid. Wo ich hier wirklich alles anklicke.
Eisenhut. Ja, cool. Musikgesicht, grausam. Ja, aber der Komponist hat dann auch keine Lust mehr gehabt. Eisenhut ist gar nicht eine Zutat, die ich brauche. Ist ja blöd. Das verstehe ich echt gar nicht. Das ist ja echt totaler Blödsinn. Lauf hier rum und drück die ganze Zeit A in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Ist weder spannend noch anspruchsvoll. So, mal gucken. Hat getroffen. Ich bin trotzdem hinüber. Fuck. Mal nach unten. Noch ein paar Kräuter finden. Da ist es wieder raus. Und dann zurück zum Kräuterkundeunterricht. Echt? Wisst ihr, warum ich hier draußen bin, alter Mann? Thank you.
von der Brennnessel. Was macht denn eine getrocknete Brennnessel draußen? Da verstehe ich gerade irgendwas falsch. Haben wir jetzt gerade Baumschlangenhaut gekriegt? Das ist natürlich sehr schön. Die Kräuterkundeliste. Hip-Tam und Aphrodite-Wurzel brauche ich noch. Ist sehr schön, wenn Hagrid die schon gepflückt hat, den Hip-Tam. Jawoll. Ja, gut, lassen wir das. Silbernes Einhornhorn. Okay. Stein. Ah, sehr schön. Tipp zusammen. Zähne. Was noch die Aphrodite-Wurzel? Ist hier oben. Achso, hier gibt es diesen großen Platz. Ding. Das sieht jetzt aber auch noch gar nicht gut aus für mich. Ja, jetzt finde ich diese blöden Käferaugen. Verdammt. Nee, wir ziehen mal alleine. Ja, das war's. An der Stelle war's das. Ja. Genau so. Thank you.
Stielwurzel. Könnte man das denn finden? Bestimmt draußen. Im Garten. Aha. Schön. Gut. Dann werde ich jetzt abliefern und dann mache ich erstmal eine Pause. Jetzt bekomme ich bestimmt die ersten beiden Rezepte. Das kann ich mir mal noch anschauen. Was habe ich denn jetzt für? Aha. Silbernes Horn eines Einhorns, Wolfswurz. Schön, das ist echt nichts, was ich gerade herstellen kann. Danke. Weil ich nicht mal einen faltbaren Kessel habe, sondern nur einen Kupferkessel. Na gut. Genau. Das war's dann, denke ich, erstmal für jetzt. Vielleicht streame ich halt Nachmittag nochmal oder auch nicht. Schauen wir mal. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, Zuhören, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal.